Worship, Anbetung, okay, is everything. Anbetung ist alles. When I came to Belen, als ich nach Belen kam, I don't know where Belen is. Ich weiß noch immer nicht, wo Belen liegt. Sorry. Tut mir leid. I'm sorry. Es tut mir leid. Last night, gestern Abend, I was in Bratislava. Da war ich in Bratislava. Ja, in der Slowakei. And the presence of God, und die Gegenwart Gottes. I've never experienced many years. Das habe ich viele Jahre lang. Maybe 40 years ago. So nicht erlebt. Vielleicht vor 40 happened. Jahren. Maybe. Da geschah das auch. Maybe 45 so, years wie gestern. Ago. Vielleicht vor 45 But Jahren. The past 30 years, no. Aber jetzt die vergangenen 30 Jahre, nein. And last night, und gestern Abend. You don't have to yell. I'm don't worry. Everything is going to be okay. Are you okay? Yeah. You're relaxed? I'm good. The glory of God came down last night. Gestern Abend kam die Herrlichkeit Gottes herab. And it's the truth. Und es ist die Wahrheit. There was like a cloud. Es war wirklich wie eine Wolke. And everybody, it was just beautiful. Alle, es war einfach sehr schön. I gave my life to Jesus in 1975. Ich habe mein Leben Jesus übergeben 1975. I didn't look like this. Und so sehe ich doch gar nicht aus, oder? I had long hair. Oh, ich sah damals nicht so aus. Da hatte ich lange Haare. You know, worked at nightclubs. Ich habe im Nachtclub gearbeitet. I don't think I'd be in a place like this. Ich glaube nicht, dass ich mich lange aufgehalten hätte an einem Ort hier wie diesem. Black fur coat. Ich hatte einen schwarzen Pelzmantel. Yeah. Sunglasses at night. Nachts die Sonnenbrille auf. I was not a Christian. Ich war kein Christ. You know? And when I gave my heart to the Lord, als ich mein Herz dem Herrn gegeben habe, I'll never forget. Ich werde es nie vergessen. The first encounter. Die erste Begegnung. It wasn't here. Das war nicht er. I couldn't speak English. Ich konnte kein Englisch sprechen. We came from Israel. Wir kamen ja aus Israel. To Canada. Nach Kanada. Hi. Hi. Someone say, what's your name? Und manche haben gefragt, wie heißt du? Hi. Hi. And English is very difficult language. Und Englisch ist eine schwere Sprache. So at that time. Zu der Zeit. We immigrated to Canada. Wir sind ausgewandert nach Kanada. And God did something. Und Gott machte etwas. For our family. Für unsere Familie. But the first, and I don't want to talk about that. The first encounter I had. Und darüber will ich ja gar nicht reden. Aber die erste Begegnung, die ich hatte. I didn't understand it. Das war mir nicht klar. I did not compute. Ich konnte das nicht. It didn't register here. Zusammenkriegen. Ich konnte das nicht begreifen hier oben. I am from Israel. Ich yeah. Komme ja aus Israel, richtig? I walk where Jesus walked. Yeah. Ich bin da unterwegs gewesen, wo Jesus ging. I know everywhere Jesus was. Ich kenne alle Orte, wo Jesus so lang ging. Bethlehem. In Bethlehem. Every Sunday we have lunch. Jeden Sonntag haben wir Mittagessen. Simon the Tanner's house. Beim Haus von Simon dem Gerber. All around me was the Bible. Überall um mich herum war ja die Bibel. History of Jesus. Und die Geschichte von Jesus. Everywhere. War überall. But I didn't have an encounter. Aber eine Begegnung, die hatte ich nicht gehabt. Until later on in life. Erst später im Leben. But I remember. Und ich weiß noch. The first time. Beim ersten Mal. First time. Beim ersten Mal. I felt the presence of God. Dass ich Gottes Gegenwart spürte. And the presence of God. Und Gottes Gegenwart. Changed me so fast. Hat mich so schnell verändert. Preaching didn't do anything. Predigen hat nichts ausgerichtet. Teaching doesn't bring the presence of God. Die Lehre bringt Gottes Gegenwart nicht zu uns. It doesn't. Macht sie nicht. Being a pastor doesn't bring it. Ein Pastor zu sein, das bringt es auch nicht. I never felt the presence of God, somebody teaching. Ich habe nie Gottes Gegenwart gespürt, wenn jemand lehrte.
God doesn't come because we're good teachers. Gott kommt doch nicht, weil wir gute Lehrer sind. Or preachers. Oder Prediger. Actually, he probably doesn't come. Wahrscheinlich kommt er dann nicht. Worship. Anbetung. Brings the presence of God. Bringt die Gegenwart Gottes zu uns. How many understand worship? Wer von euch versteht das? Anbetung. Worship. Anbetung. Draws. Zieht. Just relax, all of you. Ihr könnt euch okay? alle entspannen, wirklich. Relax. Entspannt euch. Elsa, it's gonna be okay. Elsa, alles wird gut. Get Elsa a glass of wine, somebody. Kann mal jemand ein Glas Wein holen hier? No, no, I'm joking. Ist nur ein Witz. The first time, beim ersten Mal, I felt the presence of God, dass ich Gottes Gegenwart spürte, I'm telling you, ich kann dir sagen, my whole life changed. Da hat sich mein gesamtes Leben verändert. Now, my character, nun mein Charakter, didn't change. Der hat sich nicht verändert. Right away. Nicht sofort. No. Nein. But my heart changed. Aber mein Herz, das hat sich geändert. My mind, mein Denken, was still behind my heart. Das war meinem Herzen immer noch hinterher. Trying to catch up. Hat versucht es einzuholen. To what the presence of God did. Aufzuholen mit dem, was Gottes Gegenwart bei mir bewirkte. But I remember. Aber ich weiß noch, how the presence of God, wie die Gegenwart Gottes, touched me, mich anrührte. And everything was changed. Und alles wurde geändert. And that moment, und der Moment, I'm telling you, ich sage dir, I never, never, never forget it. Den Moment habe ich nie vergessen und werde es nie tun. And just to tell you, und ich sage dir nur, tonight and tomorrow, heute Abend und morgen, okay, I'm here, ich bin hier, only one reason, aus nur einem Grund. I don't know why you're here. Ich weiß nicht, weshalb du hier bist. I'm here, ich bin hier, because God, weil Gott spoke to me, zu mir gesprochen hat. To come. Ich sollte hierher kommen. That's all. Das ist alles, was ich habe. Beelen? Beelen? Where is Beelen? Wo ist denn Beelen? I still don't know. Ich weiß es noch immer nicht. Is there a McDonald's here? Gibt's hier überhaupt einen McDonald's? Is there a Starbucks? Gibt's einen Starbucks? Man. Oh Mann. So, last Saturday I went to Slovakia. Letzten Samstag bin ich in die Slowakei gereist. And thousands of people. Tausende Menschen. Were inside. Waren innen drinne. And thousands were outside. Und Tausende waren noch draußen. And Elsa was nervous. Und Elsa war nervös. She sent me a message. Sie hat mir eine Botschaft geschickt. She goes, sie sagt, schrieb, don't be disappointed. Bitte sei nicht enttäuscht. She was so nervous. Sie war so nervös. And I just text her back. Und ich habe ihr nur zurück kurz geschrieben. I told her, I'm not coming for a joke. Ich habe gesagt, ich komme nicht und das sollte ein Witz sein. I told her I'm gonna cancel. Ich habe ihr gesagt, ich sag ab. She went crazy. Und sie no, you cannot do that. Nein. All my friends are coming. Das kannst du nicht tun. Alle meine Freunde kommen. Whoa, whoa, whoa. Okay. No, I was joking. Nein, ich machte nur einen Scherz. So funny. But God really spoke to me. Aber Gott hat wirklich zu mir gesprochen. So last Saturday, letzten Samstag, I went to Slovakia. Bin ich in die Slowakei gereist. Some people were outside in the cold. Und einige Leute standen noch draußen in der Kälte. And the presence of God. Aber Gottes Gegenwart. Wow, wow, wow. Wow. Und dann ging es weiter. To Hungary. Nach Ungarn. And then from Hungary we drove last night. Ungarn fuhren wir dann gestern Abend. And this morning. Und heute Morgen. We slept 2 hours. Wir haben 2 Stunden geschlafen. And we got to Vienna. Und dann kamen wir flew here. Sind hierher geflogen. And just got here just now. Und sind jetzt eben hier angekommen. So, I'm telling you. Alles, was ich dir sagen kann. Worship. Anbetung. Wait, worship. Warte. Makes everything strong. Macht alles stark.
The minute I walked in. In dem Moment, als ich hier hereinkam. Right? Richtig? When I walked in. Ich kam nur gerade rein. And I hear you guys worshiping. Und ich konnte euch hören, wie ihr schon in der Anbetung wart. Oh, just like, oh. Ich dachte, wow. When I was a little boy, als ich ein kleiner Junge war, from Israel, aus Israel, Israel, in school, hör mal, in der Schule, couldn't speak English, konnte ich kein Englisch. So, they put in Canada, okay? Das war in Kanada. Yeah, 1968. We moved to Canada. Sind wir nach Kanada gezogen? Five kids. Fünf Kinder. In school. In der Schule. In a special class. Okay? In einer besonderen Klasse. For the immigrants. Für Einwanderer. Now. Now there's no Canadians. Everybody is immigrant. Heute gibt's gar keine Kanadier. It's like Amsterdam. Es ist schon wie in Amsterdam. Es gibt keine eigenen Leute mehr. So those days, damals, you know, two Italians, zwei Italiener, Italian, two Portuguese, zwei Portugiesen, and one Chinese, und ein Chinese. An Italian kid. Und das italienische Kind? Come stai? Bene, bene, bene. Va bene. They couldn't speak English. Aber Englisch konnten die nicht. And the Portuguese? Und der Portugiese? It's okay. They couldn't speak English. Auch die konnten kein Wort Englisch. Are you listening? Hörst du zu? Stop. Forget about. Vergiss alles andere. Komm. Mach dir keine Sorgen. Two Italians. Zwei Italiener. Two Portuguese. Zwei Portugiesen. And a Chinese boy. Und ein chinesischer Junge. And me. Und ich natürlich. The boy. Der Junge? So, and our teacher. Und unser Lehrer was German. War Deutsch. And her name was Mrs. Godwin. Godwin. Sie Mrs. Godwin. Frau Godwin. She was big woman. Es war eine sehr große Frau. She looked like a man. Sie sah aus wie ein Mann. So I used to come. Und ich kam dann immer hin. I'm from Israel, you know. Ich bin ja aus Israel. And she goes, shut up. Sie sagte, Klappe halten. I thought it was good morning. Ich dachte, sie würde damit guten Morgen sagen. So I say, shut up to you too. Also habe ich gesagt, auch du Klappe halten. And I got kicked out of school. Und dann wurde ich aus der Schule rausgeschmissen. It was the German teacher. Das war eine deutsche Lehrerin. That kicked me out of the school. Die mich aus der Schule geworfen so, hat. For me to be here? Ich jetzt hier? Is a miracle. Ist ein Wunder. So It's not easy. Es ist auch nicht leicht. You know. So I'm just telling you a little bit. Ich erzähle euch nur ein wenig. So you understand. Damit ihr sehen könnt. God's presence. Die Gegenwart Gottes. Doesn't look at culture. Schaut nicht auf die Kultur. Doesn't look at color. Sie guckt nicht auf die Farbe. When the Holy Spirit came in the upper room. Als der Heilige Geist in dieses Obergemach kam. He didn't say, oh, they're all from Belen. Hat er nicht gesagt, oh, die sind alle aus Belen. There was Arabs. Da waren Araber. Jews. Juden. Asians. Asiaten. Egyptians. Ägypter. Greeks. Griechen. And the people that came. Und die Leute, in the upper room, die Leute, die dahin kamen in das Obergemach, did not know each other's culture. Die kannten nicht die Kultur voneinander. Or language. Or language. Oder Sprache, die kannten sie auch nicht. And yet the Holy Spirit came. Und dennoch kam der Heilige And the Geist. Bible says, die Bibel sagt, they were one heart. Sie waren ein Herz. And one mind. Und eine Seele. One heart. Ein Herz. Why? Warum? The Holy Spirit came. Der Heilige Geist kam. Why? Weshalb? Why? Weshalb kam er? Because they were one heart. Sie waren ein Herz. And one mind. Und ein Sinn. There's two kinds of people here tonight. Heute Abend haben wir hier zwei Arten von Menschen. Some of you. Einige von euch. You came to check it out. Ihr seid gekommen, um mal alles auszuchecken. And the way you look at me, you scaring me. Und die Art und Weise, wie du mich anblickst, macht mich nervös. Others, andere, resist, widerstehen. And others, und noch andere, receive, empfangen. Resisters, Widerstädtler. And receivers. Und Empfänger. How many understand? Wem von euch ist sowas klar? It's up to you. Es liegt doch bei dir. Sehr gut.
You know, if I go like this, wenn ich so gehe, go like this, etwa so, doesn't that bother you? Stört dich das nicht? I reach out to shake your hand. Ich strecke mich aus und dann and I go like that. Gebe ich dir die Hand und ziehe sie weg. That is resisting. Das bedeutet Widerstand zu geben. When God reaches out to you, wenn Gott sich ausstreckt zu dir, don't go like that. Dann mach doch nicht dies, but receive. Sondern empfange. So lift your hands up high and also just heb deine Hände bitte hoch. And don't look und schau nicht on the outside. Auf das Äußere. Like the people in the upper room, wie die Menschen dort im Obergemach. They open up their hearts, sie öffneten die Herzen and they received. Und empfingen. And the Holy Spirit came. Und der Heilige Geist kam. And they were all filled with the Holy Spirit. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Not half. Nicht die Hälfte. All. Alle. Not one was left out. Nicht einer wurde außen vor gelassen. And the Bible says. Und die Bibel sagt. There was about 120. Es waren etwa 120. There was 120. 120. Not 12,000. Nicht 12,000. 120. 120. And the Holy Spirit. Und der Heilige Geist. Fill them all. Er hat sie alle gefüllt. And I'm telling you. Und ich sage dir. That was the birth. Das war die Geburt of the church. Der Gemeinde. The beginning and the birth of the church. Der Anfang und die Geburt der Gemeinde. Was people that did not understand each other. Waren Menschen, die sich einander nicht verstanden. Did not speak the same language. Die nicht dieselbe Sprache hatten. They did not. Und sie konnten nicht understand each other's culture, die Kultur des anderen verstehen. And yet they were one. Und dennoch waren sie eins. And so tonight, und daher heute Abend, I ask you, bitte ich dich, to open up your heart, dass du dein Herz öffnest and just receive, und dass du einfach empfängst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Now, Father, Vater, I ask you, ich bitte dich again, wiederum, to touch everyone here. Berühre du jeden hier. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.